Heute fühle ich mich gut. Ich habe Probleme und zwar nicht nur im Kopf, sondern auch mit meinem Körper. Warum habe ich ihn geschubst? Auf jeden Fall bin ich nicht wirklich zufrieden mit meinem Körper und das schon seit... Ich weiß nicht, es war einfach da. Solange ich mich zurückerinnern kann, wurde ich immer zu dünn genannt. Egal ob in der Familie oder in der Schule. Weiße Zeit hat es mich nicht wirklich gekümmert, aber über die Jahre wurde es immer schlimmer. Okay, stopp, stopp, stopp! Shut up und setz dich hin! Insecurities. Jeder hat welche, jeder verteilt welche. Ich habe eine Menge davon und das ist genug, um mein Video zu machen. Guckt, das sind mindestens 7. Nun habe ich noch nicht genug von meinem Leben geteilt. Deswegen werde ich euch zeigen, was ich denke. Wie gesagt, war einer meiner ersten Insecurities mein dünner Körper. Aber durch sehr viel Gym und sehr viele Shakes bin ich groß und stark geworden. Ich wog früher 50, aber in einem Jahr habe ich es geschafft, ein bisschen mehr als 10 Kilo zuzunehmen. Aber als ich dann das erreicht habe, fand ich mich immer noch zu dünn. Ich habe danach aufgegeben, denn ich habe bemerkt, dass es nicht die einzige Sache ist, die mich an mich stört, die ich aber wenig oder gar nicht ändern kann. Meine Größe. In Deutschland aufgewachsen, wo die Median-Männergröße 1,80 ist, fühle ich mich small. Und ich weiß, dass ich eigentlich durchschnittlich groß bin für einen Asiate, aber ich fühle mich trotzdem small. Ich habe gelernt, damit zu leben, denn es hat auch seine Vorteile. Nie Probleme zu haben, in ein Bett reinzupassen. Oder sich besser verstecken können. Denn ich bin schneller in einem Kampf, denn ich bin klein und flink. Und wenn wir weiter gucken von meinen Small Legs und höher gehen, gibt es das hier noch. Behaarung. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe Beinbehaarung. Und das nicht schwach. Für einen Asiaten. Und ich weiß nicht mal, wieso es mich trifft. Mein Bruder hat keine, mein Mom hat keine, mein Vater hat keine, aber ich... Ah! Und am restlichen Körper, abgesehen von 2 Ohren, gibt es hier auch keine Probleme. Nur hier, hier und hier. Hört mir zu. Ich hab's keinen erzählt. Denn man kann's sehen. Ich hab Fingerhaare. Fast niemand in meinem Leben hat's angesprochen, aber ich mag's nicht. Ich frag mich, warum die existieren und wie immer haben meine Eltern oder mein Bruder es nicht. Vielleicht bin ich adaptiert. Eine andere Haarzone ist mein Bart. Und wohl eigentlich fast das Normalste, würde ich sagen. Aber der Fakt, dass ich immer noch eigentlich ein Asiate bin und mir nach einem halben Tag Mini-Stoppeln wachsen, nervt mich irgendwie. Ich habe extrem Bartwuchs, okay? Ich könnte 3-mal am Tag mich rasieren und es würde trotzdem ein Bartschatten existieren. Dazu wächst es noch nicht mal gleichmäßig. Es gibt immer wieder Orte, wo ein einzelnes Haar wächst und es nervt mich schon so sehr, dass ich überlegt habe, sie wegzulasern. Aber vielleicht stehen mir Bärte mit 40. Allgemein in meinem Gesicht habe ich ein paar Probleme. Wenn man genau hinguckt, ist es ein bisschen schief, mein Kinn guckt sehr heraus, meine Augen haben diese Itachi-Falten, bei meinem Mund habe ich Lachfalten und meine Haut ist allgemein immer sehr ölig. Oh, Weilam, aber du musst dir keinen Kopf drüber machen. Shut up, keine Arschkriecherei! Und das waren alle Insecurities, die mir einfallen. Und ich will auch nicht weiter drüber nachdenken. Aber warum hat Weilam diese ganzen Insecurities? Weil Gene, Kinder und Social Media. Was meine ich mit Gene? Was meine ich mit Gene? Ich wünschte einfach, diese Sachen würden nicht existieren. Was meine ich mit Kinder? Kinder sind Assholes, die noch nicht viel verstehen und Fun über jede Kleinigkeit machen. Wenn ihr so einer seid, dann gehört ihr dazu. Und I don't care, wenn ihr eure Eltern erzählt, was ich gerade gesagt habe. Ich hoffe, die denken dann auch, dass ihr Assholes seid. Und wenn nicht, sind eure Eltern auch Assholes. Aber manche Kinder können eigentlich nichts dafür. Sie verstehen einfach noch nicht vieles. In der 8. Klasse habe ich mit meinen Klassenkameraden über die SpongeBob-Folge geredet, wo SpongeBob sagt, ich bin hässlich und ich bin stolz. Und die haben nicht genau verstanden, dass hässlich und stolz was Gutes ist. Die dachten, dass stolz keinen Unterschied macht. Man ist trotzdem hässlich. Und was meine ich mit Social Media? Nun, Seiten wie Instagram, TikTok und whatever zeigen uns, wie hübsch und perfekt doch alle aussehen. Aber am Ende haben die gleichen Features wie wir. Bei mir war es K-Pop, aber bei euch kann es Justin Bieber oder so sein. Die haben auch alle Poren und unreine Haut. Justin Bieber ist doch das schönste Ideal für viele, oder? Also macht euch keinen Kopf, wenn ihr heute euch mal nicht gut aussehen fühlt. Jeder hat seine Probleme. Manche denken, wie groß ihre Nase ist. Manche überlegen, wie die aus Spaß Leute von der Klippe schubsen. Beides ist okay. Hey, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ein Like und lasst ein Abo da. Folgt mir gerne auf Twitter, Twitch und Instagram. Und schreibt mir gerne in den Kommentaren, was eure Insecurities sind, die eigentlich keinen Sinn ergeben. Und eigentlich, glaube ich, wenig interessieren. Ich kann euch sagen, ihr achtet mehr auf eure Makel als andere. Und eigentlich... seid ihr die Einzigen, die euch selber runtermachen? Bla bla bla, bla bla bla. Bla bla bla.